Hallöchen, willkommen zurück zu The Last Spell. Ich habe mich dazu entschieden, wir werden den Laden neu würfeln mal aktivieren. Ich möchte zumindest gucken, wie viel das kostet. Ich tippe mal auf 25 Gold, so wie es beim Inn auch ist. 10! Das geht ja schon fast. So, dann gucken wir mal ganz kurz zu Orflik, den wir neu am Start haben. Du kannst von dem Zeug eigentlich nichts mehr tragen. Wie schaut es bei den anderen aus? Und das ist eine 15, 15 minus 1. Okay, das sind identische Rüstungen. Da müssen wir eigentlich nur da kurz gucken. Du kannst nichts tragen, das ist egal. Okay, das heißt also, wir können die ganzen Sachen im Shop jetzt zumindest mal verkaufen. Bling, blong, plicks, blocks. Jetzt hätten wir auf jeden Fall 30. Die Großaxt. Adaptenfoliante Geheimnisse. Wäre geil, wenn wir das Geld hätten. Lass mal kurz direkt im Vergleich gucken. Gar nicht mal so viel mehr Damage. Hat halt mehr Mana und mehr tägliches Mana, aber ansonsten. Ich hätte gedacht, es wäre krasser. Aber wir haben halt schon Stufe 3 als Buch, ne? Schauen wir mal, sortieren. Warte mal, die Seltenheit. Ja, kann man nach. Genau, schauen wir mal nach Preis aufsteigend. Wir können uns im Prinzip nichts leisten. Kettenhaube ist irrelevant. Plus 25% Giftschaden nochmal. Das ist genau das gleiche, was wir gezogen haben, scheinbar. Orflik macht ja auch Giftschaden, ne? Und dann kaufen wir das Ding jetzt noch. Sag mir, dass da Gift dabei war. Ja, stimmt, da war Gift dabei beim vierten, ne? Okay. 70 Gift macht das. Okay. Starten wir! Aufbauphase beenden, Platzierungsphase beenden und los geht's. Warum schickst du die Magier nicht zur Abwechslung mal nach draußen? Auch eine berechtigte Frage. Oh, geht schon. Geht schon ab. Eieiei. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Wie das mit ihm hier so funktioniert. Also. Interessant animiert. Ja, wirkt noch ein bisschen, als könnte da ein bisschen mehr Damage rumkommen. Wir könnten den Leuten die Rüstung klauen. Die 200 zum Beispiel. Ja, lass mal aus. Wie benötigt Sichtlinie? Achso, hier. Passt. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Dann können wir auch mit ihm. So, warte mal. Er hat ja so viel. Ach, weil das hier im Weg ist, müssen wir so mit. Okay. Nice. Er hat noch zwei Aktionen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. Und mach den hier. Und dann. Bamsen wir hier. Oh, er hat auch gar nicht mal so viel Life. Oh shit. Da ist ja noch einer. Den nehme ich ja fast übersehen. Mit fast meine ich definitiv. Keine Sichtlinie zu dem Dummy. Ja, schön durch die. Ach, die sind alle nicht sichtbar.
Er ist außer Reichweite. Er ist nicht außer Reichweite. Passt. Interessant, dass er die Sachen hier boosten oder buffen kann, aber wir da nichts zu melden haben. Wie schaut denn das hier so aus? Ah, dann nimmst du das hier. 90 bis 170 und das, warte mal. Nur mal zum Gucken. Oh, okay. Das ist nicht ohne. Das ist definitiv nicht ohne. Ich dachte, ich hätte die zwei getauscht. Egal. So, du hast 6 Aktionen. Du kannst die alle... Ja. Nicht alle platt machen. Schön verfehlt. Nicht schlecht. Ja, nee. Wunderbar, hey! Dann haben wir den. Supi. Die boosten sich alle gegenseitig gleich. Au, vergiftet, uncool. Ja, das Katapult, das benutzen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ja. Ha. Alter. Das ist schon böse, ne? Er regelt schon hart. Ich nehme jetzt einfach mal das Ding mit. Ganz einfach, weil wir eh jetzt hier nichts mehr machen können. Ach, er hat die Hinrichtung. Warte mal, wer hat denn... Du hast das mit dem Katapulten nachladen, ne? Wie viel Reichweite hat das? Ja, geht so. Oh, wie cool. Ja, das ist schon interessant, aber jetzt auch nicht unbedingt allzu effektiv. Okay, dann keine Sichtlinie. Deswegen kann sich das hier auch nicht ausbreiten dann. Eieieiei. Okay. Versuchen wir mal. Hier so ein bisschen Mana-sparend aufzuräumen. Okay, hat schon mal gut funktioniert. Okay. Keine Sichtlinie mehr wegen dem Balken. Okay.
mit ihm verstecke ich mich jetzt erstmal hier. Ich verstecke mich mit ihm hier. Er hat nämlich deutlich mehr Reichweite zum Laufen. Und hier ist... Ja, die sind halt richtig nah, ne? Okay, ich habe ein Ding gesehen, das mir ein bisschen arg Angst macht. Was ist das da? Wuchtiger. Resistenz gegen Betäuben. Blocken, negiert einen Anteil des eingehenden Schadens. Ist das das von wegen 48% weniger? Da steht nur Gesamt 48, aber... Ups, mach das nie wieder. Hör auf zu jammern, du bist viel zäher als das. Ja. Ich glaube, das Blocken ist wirklich prozentual. Falls ja, wäre das heftig. Na, wobei, die. Nee. Resistenz vielleicht? Machen wir mal zwei Runden hier so ein bisschen den da. Ah, ich hätte auf ihn gehen sollen. Okay. Schon wieder auf den? Ne, pass auf. Und dann sind wir hier aber so richtig... Okay, ich mach's trotzdem. Das hier ist noch aktiv, ne? Ja. So, er ist ordentlich vergiftet. Ich kann aber nur noch hier hin. Ich hoffe, der haut mir nicht auf den Säckel. Das ist natürlich jetzt äußerst gefährlich. Und ich kann nicht durchs... Ja, keine Sichtlinie, ne? Aber da bin ich dann zu nah. Wenn ich das hier mache, kann ich durchschießen, ja? Ja, aber... Okay. Oh. Das war der falsche Skill. Weil ich mal... Oh, ich habe den kleinen Finger auf, nicht auf der 1 gehabt, sondern auf dem Axosirkumflex-Gedöns. Shit. Okay, der stirbt wenigstens durch Gift. 2 Life! Hinrichten wäre geil. Sag mal, mit dem da mal hier einen raushauen. Ja. Meine Mauer auch ein bisschen mittreffen. Aber auch sehr viele Gegner, okay. Ach, das ist die Falle. Das hier ist das Katapult. Nice. Alright. Was machen wir mit dir?
Bläh. Außer der Reichweite, dann vergiften wir hier einmal. Dann haben wir nämlich mit dem da noch so richtig gut einen. Na, das ist zu nah. Okay, stirbt auch durch Gift. Passt. Sollte reichen. Ja, nee, ist klar. Sollte, hätte, würde, wenn. Alles irrelevant, alles irrelevant. Okay, wir sind durch und ich sollte hier drauf achten. Schauen wir mal, wie böse wir auf den Sack kriegen. Oh, ouch! Einer hat verfehlt, aber das war der Schwache. Holy fuck. Zum Glück habe ich den auch noch geschwächt, ne? Aber das war schmerzhaft. Wir haben eine Verletzung. Wir haben eine Verletzung davon getragen. Also er stirbt durch Gift, immerhin das. Was? Keine Sichtlinie oder was ist da los? Ach, weil er ein Schild hier am Start hat. Okay, dann kann er hier wenigstens gleich durchlatschen. Oh, warte. Kostenlos! Keine Sichtlinie mehr wegen dem Kackvogel. So. Zählen die Dudes dahinter vielleicht als... Ja, das kann gut sein. Ja, nochmal den Isoliert-Buff. Ja, 195 Rüstung. Wenn wir da nicht... Ja, na, ja. Könnte okay sein, könnte auch absoluter Abfuck werden. Sind wir wegen dem da so schlecht? Okay, lass mal gucken, dass wir den vielleicht herausnehmen. Na, warte, vielleicht eher hier hin. Warum sehen wir da nichts außerhalb der Reichweite? Ach, leck mich doch. Dann eben nicht. So, zwei dürften reichen. Und die
Dudes schwächen wir einfach. Da ist noch so einer. Ach, du hast auch noch ein bisschen was. Hm? Alter, er braucht aber für alles mögliche Mana. Würde das halt wenigstens auch noch irgendwie Damage machen, ne? Ich meine, kann ich da auch meinen Dutsch... gut, das sehe ich jetzt gerade nicht. Na, warte. Ja, das würde auch meinem Dutsch die Rüstung klauen. Ah, hier steht noch einer. Ich dachte mir schon, warum kann ich denn hier nicht weiter? Wie viel Rüstung hast du? 215, du hast jetzt 107. Hm. Hey, wir schützen die Wand. Aber ihr seid auch durch. Wer hat noch einen Aktionspunkt? Ach, du. Ach, du hast doch das Buch einfach... okay. Habe ich vergessen, dass er das hat. Gut zu wissen. Er hat noch Rüstung. Oh, nice. So, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen was damit. Ist halt auch nicht so effektiv, ne? Weggestochert. Und hier in Sicherheit gehen. So ein bisschen Schutz tut gut. Oh, da ist schon wieder so einer. Kann ich gerade nicht machen wegen dem Dudi, der hier blockt. So. Wem haben wir noch einen rein? Okay, wenn wir treffen, ist er down. Okay. Dann verziehe ich mich mal hier hinter die Schose. Hier lichtet sich das langsam. Hier oben könnte man noch Hilfe brauchen. Miau. Dann Abmarsch.
Einmal auf den Kopf gehauen. Ach, da ist doch ein Gegner! Oh, shit. Habe ich nicht gesehen. Egal. Da kümmert sich die Geschütztür wieder drum. Ja, und, warte mal. Oder wir machen das hier. Ganz einfach, weil wir das in der Nacht sowieso aufgeladen kriegen. Fertig. Okay, das ist Fallen nachladen. Warum ist hier noch 2 von 2? Wir haben doch schon nachgeladen da unten. Okay. Gut, er hat sich gar nicht bewegt. Das war eine gute Taktik, sich hier da reinzustellen. Warum kann ich mich nicht bewegen mit ihm? Warum kann sich niemand bewegen? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Warte mal. Wir gehen mal ins Hauptmenü. Dein Fortschritt wird gespeichert. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Dann gehen wir ja auch gleich wieder zurück ins Game. Und hoffen, dass wir uns wieder bewegen können. Falls nicht... Wow. Weiß ich auch nicht, was das dann gewesen sein soll. Okay, wir können uns wieder bewegen. Und ich kann die Chancen hier... Ah, okay. Einmal nachladen. Okay, kein blasses Schimmer, warum das so gedeichselt ist. Das sieht doch schnieke aus. Bläh, ganz genau. Gar nicht mal so verkehrt. Okay. Kannst du hier vielleicht noch... Ah, nee, du siehst hier nicht wirklich was. Gut. Nee, passt schon. Du kannst hier aber noch ordentlich was machen. Alright. Dann machen wir das. Ja. Töten wir den auch gleich mal, danke. Dann können wir nämlich auch auf den da hinten drauf ballern. Oh, einer hätte... Scheiße, habe ich jetzt nicht nachgeguckt und nicht überlegt. Ups. Hubalei. Nennt man das auch in Fachkreisen?
Okay, der stirbt durch Gift. Dann kannst du hier noch zaubern, okay. Du hast noch 3 Aktionspunkte. Die werde ich auch so nicht kriegen. Shit. Jetzt habe ich Sichtlinie wegen drittes Auge. Reicht aber überhaupt nicht. Wir kriegen noch mal so ein bisschen auf den Säckel. Okay, kriegen wir doch nicht. Nice. Beide Bogenschützen daneben gelangt. Dann lass mal hier so ein bisschen noch metzgern für extra Erfahrungspunkte. Er kann sie brauchen. Ah, den habe ich gerade übersehen. Kein Problem. Mix aus Magie und Nahkampf. Passt. So, wir haben einmal aufs Maul gekriegt. Was, wieso LP-Verlust 0? Was? Ich weiß ja nicht, ob das so stimmt. Oh ja, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall Mauern. Mauern tun Not. Ich finde sie echt cool. Ich mag sie. Was kannst du mir über die Klauen erzählen? Etwas, ja. Aber ich will es. Aber will ich es dir sagen? Ich weiß nicht, ob du es wert bist, das kleine Geheimnis einer Lady zu teilen. Beweise deine Hingabe für meine Sache und ich werde es sehen. Ich wüsste schon mal. Okay, lass mir das. Okay, die Wachtürme. Eine Verbesserung, um den Laden zu verbessern. Freund des Händlers. Verkaufsrate auf 40% erhöht. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Haben wir da wieder was freigeschaltet? Nein. Nicht wirklich. Die nächtliche Belohnung. Ich baue jetzt mal einen Mana-Brunnen zumindest. Na, komm, wobei. Machen wir gleich voll. Die Goldmine ist jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen hinten dran. Nahkampf, Fernkampf, magisch. Vielleicht nehmen wir noch einen Rüstungsmacher. Die sind gar nicht mal so teuer. Wenn wir das aufwerten, das Level der hergestellten Gegenstände. Hm. Weniger Arbeiter benötigt. Das ist halt echt teuer, ne? Komm, ich lass mal einen Gegenstand herstellen. Nochmal Frostmagier-Rüstung. Lass mal mit der anderen vergleichen, die wir schon besitzen. Exakt das gleiche, nur dass wir da halt noch 13% isoliert haben. Das wäre vielleicht für dich interessant. Er hat schon eine bessere. Dann nehmen wir das für Orflik. Moment.
Passt auch. Magischer Schaden und isoliert. Ja, ich nehme das Ding. Ziehen wir uns auch gleich an. Bams. Dampfer-Rüstungsmacher. Ja, das sind halt Popelsachen jetzt. Ich nehme das Ding hier. Wir verkaufen das einfach. Lass mal kurz hier gucken. Okay, das ist eigentlich nochmal besser für links. Nochmal 50 Rüstung drauf gekriegt. Moment. Der Laden nehmen wir mal hier. Verbessern. Oh. Okay, das geht also öfter. Einfach nur ein bisschen mehr Cash haben. Okay. Lass mal den Dolch vergleichen mit dir. Ach, der ist auch schon Stufe 2, den wir haben. Passt. Können wir das irgendwie sortieren nach Stufe? Ja, Level absteigend. Explosive Bolzenschriftrolle. 260 würde das machen. Könnte man gucken. Das wäre ein bisschen mehr Damage, aber die sind nicht zum Damage machen da, ne? Na, das hast du schon. Ja, im Prinzip ist da nicht viel dabei, was wir uns holen könnten. Das hier wäre vielleicht interessant, ne? Kaufe ich. Kriegt Kindle, damit er auch irgendwas hat. Bams. So. Vorteilmäßig bei dir. Was haben wir momentan bei dir? Isoliert. Schaden, Hinrichtung. Verbaler Verbrauch, Aktionspunkte. Bei isolierten, getöteten Gegnern. Bis zu 60% mehr Damage aufbauen, könnte man mal mitnehmen und ausprobieren. Resistenz ist für die Schadensreduktion zuständig. Nicht blocken. Ja, und nochmal Giftschaden, danke. Dann Cyrus und Elite Cat dürfen auch noch. Stimmt, da haben wir ja gesagt, dass da unten ist nicht so cool. Plus 1 Ausbreitungssprünge wäre eventuell eine Sache. Hierfür aber auch nur. Naja. Beim Angriff mit einem Schadenstyp, der sich vom vorherigen unterscheidet, erhält der Angriff plus 25% Gesamtschaden. Ja, wir haben hier Fernkampf, Fernkampf, das war's. Und Magie. Ja, das könnte man eventuell mitnehmen, aber boah. Deaktiviert den zweiten Waffensatz im Austausch für plus 30% Schaden und eine Nutzung. Er hat keinen zweiten Waffensatz. Nehme ich mit. So, wie schaut's aus? Giftschaden erhöht. Ja. Hier, sollen wir würfeln oder sollen wir einfach nur den Schaden verbessern? Ich würde sagen, wir würfeln.
Hat auch wenig Rüstung, na. Shit. Na, war nicht so geil, ne? Das 25 Crit-Stärke, alle 5 gelandete kritische Treffer plus 5 Crit-Stärke. Okay, da kannst du dir einen echten Crit-Build zusammenbasteln, wenn du halt Crit-Wahrscheinlichkeit hättest. Beim Angriff mit einer Mana-verbrauchenden Fähigkeit halt plus 5 Crit-Stärke. Aber keine Wahrscheinlichkeit. Keine Rüstung mehr, aber dafür 1,5 mal Gesundheit. Alter, das wären plus 300 Life. Holy fuck. Du könntest verschiedene... Nee. Du kannst keine verschiedenen Schadenstypen haben. Mist. Da. Für jede 2 Mana 3 Blocken. Ich glaube, ich muss mir Blocken mal... Nachgucken. Menschliche Balliste. Am Ende der gegnerischen Bewegungsphase greift der Held automatisch die 2 nächsten Gegner mit seiner Fähigkeit menschliche Ballistebolzen an. Okay. Dieser Angriff passt seinen Schadenstyp an, um dem besten Attribut des Wirkers zu entsprechen. Ey, gib her. Dann machen wir grundsätzlich Damage dazu. Und... Oh. Mehr Erfahrung? Okay, wir haben 500 Materialien. Das ist schon geil. Wir haben noch 90 Gold. Achso, das könntest du dann zweimal machen. Was kriegen wir hier? 72 Mats, 40 Gold, 55 Essenz oder 2 Gegenstände und 55 Essenz. Komm, nehmen wir die Gegenstände mit. Investieren wir da die 30? Ja. Okay. Freie Aktion Heilung. Ja, das nice. Das ist wichtig gewesen. Gegenstände. Ach stimmt, da könnten wir ja würfeln. Okay, würfeln wir mal einmal, um zu gucken. Dann sortieren wir nach Seltenheit, können wir uns auch nicht wirklich was leisten. Einhand-Nahkampf, okay, das wäre vielleicht was. Lass mal zu links gucken, der hat ja noch das Standard-Ding, ne? Das würde schon... Ja, das nehmen, das müssen wir fast nehmen. Läuft er noch mit der Standardwaffe rum. Okay. Normaler Hammer. Vielleicht gucken wir es dann nach dem teuersten um. Außer die Hose. Plus 25% Giftschaden. Nehme ich mal mit. Was machen wir hier? Gesellenzauberstab. Auch nochmal was mit Giftschaden. Lass mal ganz kurz bei den Giftmanschkeln gucken. Du kannst keine Hose tragen. Ah, doch halt, Hose schon. Ja, dann nehmen wir das mit dem Gift. Du kannst keine Armor tragen.
So, wie schaut's bei dir aus? Ja, nur für den Giftschaden so viel aufgeben? Eher nicht, ne? Das nehmen wir jetzt mit rein. Ja, Hosen, da sind wir echt nicht so gut betucht. Minus 19 Rüstung, aber erhaltene Heilung. Ugh. Wobei die minus 19 Rüstung durch die tägliche Gesundheit auch wieder negiert werden würde, zumindest bei Links. Ziegenhelm. Ausweichen Mana, erhaltene Heilung. Oder für die Füße. Ja, also als. Okay, als Accessoire. Fähigkeiten, Reichweite, 15 Gesundheit, tägliches Mana. Nehme ich jetzt die Schuhe für Elite Cat mit? Okay, noch mehr Schuhe. Die magische Kugel. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist auch geil. Minus 25 Gesundheit. Plus 25 Gesundheit. Das macht einfach magischen Schaden auf eines. Mit isoliert 1,75. Wow. Wieso ist er zweimal vergiftet? Mama, das macht Gift Splash Damage? Fauliger Ball. Und? Wow, das macht Damage und Gift? Da wäre ich fast geneigt, das Ding mit. Das ist ja übelst. Ich nehme das Teil jetzt mal. Dann muss man mal gucken, ob ich den Druidenstab ersetze oder was anderes. Das ist 18. Ich nehme das jetzt mit, aber verkaufe das dann. Direkt weg damit. So, waffenmäßig, ne? Ist das. Das ist auch noch Einhand. Könnten wir den als richtig heftigen Giftdude ausstatten oder wir sagen, wir lassen das Druidengedöns weg. Und machen lieber hier faulige Sachen rein, ha? Nehmen wir das einfach als zweiten Waffensatz. Dann Accessoire-mäßig. Rüstung, Mana, physisch. Ja, der eine Mehrfachschlag extra. Ist es mir ehrlich gesagt schon noch irgendwie wert. Der physische Schaden bringt dir hier nichts. Das tägliche Mana schon eher. Ja, die 3% physischer Schaden. Die kriegen wir, glaube ich, durch die Gesundheit genauso hin. Ne? Alle 10 live über 100 gibt es 1% physischen Schaden oder was. Das war vielleicht sogar 2%. Dann verkaufen wir das Ding, würde ich sagen. Dann haben wir schon wieder 78 Gold. Aber da war auch nicht wirklich großartig was Interessantes dabei, oder? Teleportationsschriftrolle. Geht auf Sicht. Manöver, kein Momentum. Oh, 5 Mana kostet das Ding. Wer ist denn mal mit Tränken? Plus 20% Schaden, hm?
Ich nehme das Ding jetzt mal mit. Das kannst du dir ja selbst reindrücken, wenn mal wieder Damage gebraucht wird. Okay, dann haben wir das eine schon mal ewig lange hier rumgedüdelt, ne? Gebäude, was hätten wir da noch? Nichts. Das ist schön. Reparieren wir mal alles Mögliche. Und dann bauen wir. Was basteln wir denn? Eigentlich müssten wir hier eine so ein bisschen was reinbauen. Okay, Baubonus Verteidigung ist X, muss ich mir auch mal merken. Ich baue erstmal nur normale Steinmauern. Sollten wir hier oben vielleicht aber auch machen, ne? Auch mit einem Tor. Ja. Ein bisschen mau. Aber die können wir dann noch aufwerten. Ich habe es. Da hätte man das vorher direkt machen können, aber hey. Ich wollte lieber mehr Mauern haben. Hätte sein können, dass wir noch eins mitnehmen können. So, wir haben keinen Platz mehr für Helden. Wir sind fertig. Ja. Das braucht noch ein bisschen, hä? Das braucht noch. Okay, gucken wir uns in der nächsten Folge an, dann stellen wir uns auf. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.